Hallo zur zweiten Folge des Magic Berlin Vlog. Wir waren am 17. September 2016 vor Ort bei der 5. Langen Nacht der Religionen in Berlin. Speziell bei der Veranstaltung der paganen Wege und Gemeinschaften. Zur Langen Nacht der Religionen öffneten mehr als 80 religiöse Institutionen und Gruppen ihre Türen für interessierte Berliner und Berlinerinnen. Dabei ging es vor allem um interreligiösen Austausch und Informationen. Pagane Wege und Gemeinschaften besteht, wie der Name bereits suggeriert, aus verschiedenen heidnischen Gruppen, Vereinen und Einzelpersonen. Nun zum zweiten Mal in Folge waren sie bei der Langen Nacht der Religionen auch vertreten und zeigten dem interessierten Publikum eine Auswahl der vielfältigen religiösen und auch magischen Praktiken, Lebenskulturen, Ansichten und Aktivitäten des heute gelebten Heidentums und der Naturspiritualität. Besucher und Besucherinnen konnten bei offenen Ritualen und Workshops aktiv mitmachen, spannenden Vorträgen lauschen und sich an den vielen Infoständen direkt an die heidnischen Gruppen wenden. Ich bin Julia von Magic Berlin und ich würde gerne wissen, wer ihr seid und was ihr hier macht. Ich bin Patricia. Ich bin vor 3 Jahren wieder nach Deutschland zurück von Amerika, war eine lange Zeit dort. Bin eigentlich in der Heidenszene, würde ich sagen, für einige Jahrzehnte und habe mit vielen Gruppen zusammengearbeitet. Auch drüben war ich in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben schöne Festivals immer gemacht und solche Events. Und als ich dann zurückgekommen bin, in den ersten 2 Jahren habe ich nicht viele Leute getroffen und dann auf einmal kam ich zu Mara und ihren Leuten und dann hat es geklickt und seitdem arbeite ich mit ihnen, weil ich sehr an dieses Event glaube. Also ich bin Mara, ich bin hier für die Pagan Federation und organisiere jetzt zum zweiten Mal bei der Langen Nacht hier mit. Ich selbst verankere mich auch im Asatru, was das Pantheon angeht, arbeite aber eigentlich auch mit eklektischer Magie, gehört zu einem kleinen Zirkel. Und sehe das als eine wichtige Aufgabe an, dass das Heidentum oder die verschiedenen Richtungen des Heidentums als gleichberechtigte Religionsgemeinschaften und spirituelle Richtungen anerkannt werden und dass auch Diskriminierungen einfach aufhören, die manchmal direkt, manchmal indirekt, manchmal einfach auch durch Ignoranz entstehen oder durch Nichtwissen. Das heißt also, Aufklärung ist für mich wichtig und auch das Zusammenkommen der verschiedenen heidnischen Richtungen, die sich ja untereinander auch nicht so gut kennen, wie man meint. Also da gibt es viele Vorurteile, gerade gegen Magie oder es gibt Vorurteile gegen Asatru, weil das Wort germanisch irgendwelche merkwürdigen Assoziationen auslöst. Und da ist es mir halt ganz wichtig, für Aufklärung und Zusammenarbeit zu sorgen. Und das ist es, dass wir wirklich den Leuten zeigen wollen, dass wir einfach eine Religion sind und wir sind nicht die Verrückten, wir rennen nicht um das Feuer und wir opfern keine Babys und das gibt's nicht mehr, die alten Hexenmythen. Und wir sind ganz normale Leute und es ist okay, dass wir das machen und es ist okay, wenn dein Kind das macht und wir sind hier, wenn ihr mehr Informationen braucht, wenn ihr Hilfe braucht oder irgendwas, dann wisst ihr, dass da Leute gibt, die sich an die wenden könnt. Okay. Ja, nächstes Jahr wird es zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren ein Pagan Pride Deutschland geben. Hier in Berlin? Hier in Berlin, ja. Im September. Im September. Okay. Asatru oder auch nordisches, germanisches Heidentum ist eine der bereits genannten Natur- oder auch Erfahrungsreligionen und eine vergleichsweise große Strömung innerhalb der paganen Bewegung. Diese Menschen pflegen ein polytheistisches Weltbild rund um die Göttergeschlechter der Asen und Vanen, gestützt auf die überlieferten Mythologien der verschiedenen germanischen Kulturen, der Eisen- und Völkerwanderungszeit sowie auf hiesiges Brauchtum. Ich bin Heimo Grebenstein vom Verein für germanisches Heidentum. Wir sind letztes Jahr nur Gast gewesen auf dieser Veranstaltung, sind das erste Mal als Verein mit dabei, kommen, wie der Name schon sagt, aus dem germanischen Heidentum Asatru und fanden die Idee sehr spannend, uns einfach hier auch mal mit anderen Gemeinschaften zu präsentieren. Ich bin Margaret Gerdes, ich bin auch beim VfGH und ich war beteiligt an der Vorbereitung in den letzten Monaten und heute mache ich halt alles, was anfällt, Standdienst,
Blut. Vorhin habe ich mal den Raum der Stille beaufsichtigt. Wie gesagt, was anfällt. Ich habe vom letzten Interview einen Teil mitbekommen, was Gudrun sagt, kann ich nur unterstreichen. Was ich eben schon angedeutet habe, die Situation ist in Deutschland halt für germanisches Heidentum aufgrund unserer Geschichte einfach sehr, sehr viel problematischer als in vielen anderen Ländern. Es gibt halt eine ganze Menge Menschen, die ein falsches Bild haben. Deutschland hinkt da so ein bisschen hinterher. Wir arbeiten jetzt schon seit über 10 Jahren auch auf europäischer Ebene mit ASATRO-Gruppen aus ganz Europa zusammen. Und da läuft das oft ganz anders. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr in Schweden ein Sommerlager mit 120, 130 Teilnehmern. Da kommt wirklich in der Woche, da kommt 6-mal, 7-mal kamen Journalisten, Radio, Fernsehen, alles war vor Ort, kam teilweise Berichterstattung auf den lokalen Sendern noch am gleichen Tag. Das gleiche haben wir 3 Jahre vorher in Deutschland gemacht, wo ich das hauptsächlich organisiert habe. Da habe ich einen Presseverteiler von 150 rausgejagt. Es war keine Sau da. Das andere Problem, gegen das ich hier anarbeite, ist, das ist mir besonders aufgefallen im Juli bei dem interreligiösen Festival, dessen englischen Namen ich nicht gut aussprechen kann. Da hatten wir auch arg damit zu kämpfen am Stand, dass das Wort Heidentum immer noch mit Atheismus gleichgesetzt wird. Und darum finde ich es auch sehr wichtig, dass wir uns hier im Rahmen der langen Nacht der Religionen präsentieren, um auch dieses PR-Problem mal in den Griff zu kriegen. Ich hoffe mir einfach sehr, dass da ein bisschen breiteres Bewusstsein in der Bevölkerung und als auch medial entstehen kann auf Dauer, dass es da halt einfach noch etwas gibt, was sich auf alte Traditionen, aber auch auf deren Verbindung eben halt mit unserer modernen Zeit, wo das Ganze miteinander verbunden wird und dass das eben doch eine ganze Reihe Leute mehr sind. Wir sind nicht so ein Nischenphänomen, wie oft in den Medien angedeutet wird, keine Handvoll Spinner, sondern es sind Tausende, möchte ich sagen, engagierte Leute, die sehr viel tun und die teilweise auch wirklich beruflich Einbußen in Kauf nehmen müssen. Das passiert tatsächlich. Hatten wir auch bei uns im Fall 2 Fälle, Leute, die ihre Jobs wechseln müssten, beziehungsweise ihre Arbeitgeber, um ihre Jobs weitermachen zu können. Das kommt tatsächlich vor. Okay, also gibt noch einiges zu tun. Die PFI, Pagan Federation International, ist eine weltweit agierende Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Heiden ihren Glauben offen leben können, ohne diskriminiert zu werden. Der Verein in Deutschland arbeitet daran, eine breit gefächerte Plattform für das gesamte Heidentum zu schaffen. Alle Heiden sind willkommen, egal ob beispielsweise freifliegende Hexen, Druiden, Schamanen, Asatruer oder Wicca. Nicht als Dachorganisation, sondern im Gegenteil als stabiles Fundament für diese Religionen. Ihr Ziel ist Toleranz, Respekt und letztlich die volle Anerkennung für das Heidentum. Auf der langen Nacht der Religionen stand für all diese Gruppierungen aber vor allem ein Thema im Vordergrund: das Aufräumen mit negativen Vorurteilen. Es galt zu zeigen, dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Aussehen, willkommen sind. Ganz so, wie es auch innerhalb der religiösen Gruppen praktiziert wird. Hi, ich bin Bianca von der Bärenwald Seed Group und der Phoebe Sechsenstube. Und ich bin Björn. Ich gehöre auch zur Bärenwald Seed Group, zu Phoebe Sechsenstube. Ja, und vertrete beide hier auf der Langen Nacht der Religion. Also wir sind ja beide generell in der Organisationsgruppe gewesen. Das heißt, wir waren sowieso heute für den Ablauf zuständig. Wir haben hier mit die Stände aufgebaut und das Ganze ein bisschen koordiniert. Wir haben natürlich am Stand Infos gegeben zum Orden und zur Seed Group, die wir haben, zum Laden. Genau, ja. Das war so unsere Aufgabe heute. Die lange Nacht der Religionen in meinen Augen bietet einfach auch eine wunderbare Möglichkeit, mal über die eigenen Tellerränder zu gucken, mit anderen Gruppen, sei es pagane Gruppen wie hier, in Kontakt zu kommen oder auch ganz andere religiöse Gruppen kennenzulernen und Vorurteile entweder abbauen zu können oder manchmal sie leider auch bestätigt zu finden. Warum macht ihr eigentlich generell dafür mit, also bei diesen ganzen Sachen, warum engagiert ihr euch hier mit Beiträgen? Wir wollen einfach zeigen, dass das Heidentum in Berlin sehr vielfältig und bunt ist, dass es überhaupt unterschiedliche Gruppen gibt, die sich öffentlich zeigen möchten,
Wir wollen zeigen, dass man uns nicht fürchten muss, dass wir nicht die Gottlosen sind und einfach hier einen Teil beitragen zu dem Leben in der Stadt. Mein Name ist Stefan, ich bin von der Heidnischen Gemeinschaft, e.V. Und wir stellen uns hier dar, präsentieren uns, wofür wir stehen und versuchen ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Ich bin Teil des Organisationsteams und wir haben hier einen eigenen Stand. Genau, ich bin jetzt noch verantwortlich für die Technik, die aufgebaut werden musste und ja, genau. Also ich bin Matthias, bin halt primär für die PFI heute hier, also die Pagan Federation International, Deutschland e.V. Ist halt also ein internationaler Verein, aber in Deutschland ist es halt Deutschland e.V. Ansonsten bin ich halt noch in der Bärenwald Seed Group von einem Obot und im Zirkel Waderath. Aber heute halt hier in Langnacht für PFI. Ich bin auch im Organisationsteam gewesen für dieses Jahr, letztes Jahr auch schon. Und da haben wir jetzt halt auch einen kleinen Stand für die PFI halt gemacht mit Flyern, Mitgliedsbeiträge. Beiträge wären auch schön. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich bei der PFI eintrete? Ja, die Frage kriege ich immer gestellt, ja. Also Zugriff auf ein Netzwerk quasi von Informationen jetzt bundesweit, beziehungsweise auch halt national, international. Wenn Veranstaltungen von der PFI gemacht werden, haben die Mitglieder natürlich dann preiswertere Eintrittskarten oder andere Vergünstigungen. Prima hätten wir es natürlich gerne, dass es halt dann eine Gemeinsamkeit aufgebaut wird, mehr Vernetzung da ist, Informationsfluss, was so passiert in der Heidenszene und dass das quasi hoffentlich dann auch durchaus Anreiz genug sein könnte, halt, dass man eintreten möchte. Und wenn man jetzt bei euch in den Verein eintritt, was muss man da machen, was hat man da davon? Oder? Also ein bisschen tut man nichts, aber man kann zum Beispiel die 8-Jahres-Kreisfeste mitfeiern mit uns in der freien Natur. Wir machen Kräuterwanderungen, Runenkunde, schamanische Reisen. Also viele Interessensgebiete werden abgedeckt. Und ja. Und gibt es da so jetzt außer die lange Nacht irgendwie so Sachen, wo man mal schnuppern kann? Also wir haben immer jeden zweiten Freitag im Monat einen Stammtisch. Da kann jeder hinkommen, der möchte und kann mit uns dann in Kontakt treten, seine Fragen stellen und ja, dann sehen wir weiter. Mit wem habe ich jetzt hier gerade die Ehre? Hallo, ich bin Janina. Ich bin Faye. Und ihr seid jetzt von welchem Verein, welcher Organisation oder welchem Hintergrund hier auf der Langen Nacht? Wir sind von Reclaiming. Wir sind zum zweiten Mal dabei und ich finde diese Veranstaltung notwendig, um einen Friedensprozess weiterzutragen in die Welt und vor allem Vorurteile abzubauen. Denn es ist ja tatsächlich noch so, wenn man frei heraus sagt, ich bin Feministin und ich bin Hexe, dass man auf sehr viele Vorurteile stößt, die da leider noch sind und auch von anderen Religionen, auch gegenüber anderen Religionen vielleicht auch voreingenommen ist. Und um mal sich zu öffnen, um mal zu gucken, wer ist man denn innerhalb von uns selber, von unserer Gruppe, von der heidnischen Gemeinschaft und auch zwischen allen anderen Religionen. Und Reclaiming, was ist das genau? Also das wurzelt in der Spiritualität der großen Göttin. Wir verstehen uns als Hexen, was bedeutet, dass wir eben auch mit Magie arbeiten. Natürlich nicht so wie der Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut zieht, sondern wir arbeiten sozusagen mit den Naturkräften und den kosmischen Kräften. Und wir sind aber auch in anderen Bereichen aktiv. Das ist sozusagen inhärent. Also wir sind auch politisch engagiert, jetzt zum Beispiel mit den Sioux vom Standing Rock, wo wir eben auch Gebete gemacht haben, Sammlungen und Unterschriftenaktionen. Ja, und wir sind eine feministische Gemeinschaft, auch in dem Sinne, dass wir nicht eine Frauenherrschaft über die Männer wollen, sondern dass es darum geht, einfach, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten und man den Frauen die bitteschön dann auch endlich zugestehen sollte. Und was habt ihr jetzt heute hier genau gemacht? Ja, was haben wir nicht gemacht? Wir haben vorbereitet, aufgebaut, ein wunderschönes Ritual veranstaltet. Dann hat eine andere Reclaimerin einen Vortrag gehalten über die Göttinspiritualität. Dann werden wir noch abbauen und so den Tag zu Ende bringen. Das ist jetzt kein Verein oder so? Wie ist das jetzt organisiert, wenn ich jetzt, sage ich mal, so auch sage, okay, Reclaiming hört sich interessant an, ich will auch Hexe sein und ich bin auch Feministin oder so. Wie fange ich das an? Also es gibt so eine Vereinbarung, die nennt sich Prinzipien der Einigkeit.
wo alles festgehalten ist, worauf sich alle, die sich Reclaiming zugehörig fühlen, verständigt haben. Und diese Prinzipien der Einigkeit, die kann man auch auf der Webseite nachlesen. Und wie das Wort schon sagt, geht es eben darum, auch etwas zu reclaimen, etwas, was zu uns gehört, zu unseren Wurzeln. Und dazu gehört auch das alte Wissen. Das Ganze hat auch den Hintergrund, dass wir eben alles Mögliche tun in Ritualen, aber auch sonst für unsere eigene Heilung, für die Heilung anderer und für die Heilung von Mutter Erde. Wir sind also auch Earth Activists und Earth Warriors. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch, wer Interesse hat, mit uns in Kontakt zu treten. Es findet jeweils einmal im Monat ein Stammtisch statt, der sogenannte Heidenspaß. Und wenn man auf reclaiming.de geht, findet man auch unsere E-Mail-Adresse, kann uns kontaktieren. Dann können wir auch gerne sagen, wann und wo der nächste Heidenspaß stattfindet. Immer den letzten Freitag im Monat. Genau. Okay. Liebes Publikum, das war jetzt die lange Nacht der Religion. Magic Berlin Vlog war vor Ort den ganzen Tag von morgens um 9 und wir werden jetzt auch noch ein bisschen bleiben, bis wir hier abgebaut haben um 11.30 Uhr, 12 Uhr nachts oder so. Ihr habt einen Eindruck bekommen von den Menschen, Organisationen, Ritualen, die hier heute stattgefunden haben, die hier dabei waren, die sich engagiert haben und auch ein paar Interviews gesehen von den unterschiedlichen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten. Wunderbar ist, dass alle an einem Ziel arbeiten. Allen geht es um eine Aufklärung über heidnische Religionen, über diese paganen Gruppierungen, die es gibt. Es gibt ganz unterschiedliche, haben wir heute gelernt. Es gibt Hexen, es gibt Asatruhe, es gibt Druiden und alle können hier gemeinsam an einem Strang ziehen. Alle haben das hier zusammen organisiert. Einzelpersonen, Gruppen haben diese wunderbare Veranstaltung zusammengestellt. Letztes Jahr auch schon, das war jetzt das zweite Jahr. Ist ziemlich neu noch, dass tatsächlich heidnische Organisationen dabei sind bei so einer langen Nacht der Religion. Die haben ihre Pforten geöffnet für das Publikum, sind in Kontakt getreten mit verschiedenen Menschen, haben darüber geredet, was sie hier machen, was ihre spirituellen, religiösen Vorstellungen sind. Und wir haben euch heute einen kleinen Eindruck davon zusammengestellt. So neigte sich eine schöne Veranstaltung dem Ende zu. Aber das heidnische Wochenende war noch nicht vorüber. Am nächsten Tag fand der zweite Berliner Heidentag im Wartenberger Hof statt. Mit wem wir dort gesprochen haben und was sonst noch geschah, seht ihr, wenn ihr den Link hier im Video oder in der Box darunter klickt. Dort findet ihr auch die Interviews von beiden Tagen in voller Länge. Hallo liebe Zuschauer, ich hoffe, unser zweiter Vlog-Beitrag über die lange Nacht der Religion hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Außerdem könnt ihr unserem Kanal folgen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Jetzt noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar starten wir ab dem 11. November unsere Crowdfunding-Kampagne für das Magic Berlin-Projekt. Das könnt ihr auf unserer Webseite oder auch auf unserer Facebook-Seite verfolgen, die neuesten News dazu und uns dann vielleicht sogar unterstützen. Wir freuen uns sehr. Bis dahin, macht's gut.